Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labor. So, wir gehen hier unten zu unserem Zug. Müsste der da sein? Und fahren dann gleich mal mit dem Zug wieder nach oben. Ja. Also ich hoffe jetzt, dass wir jetzt hier keine Probleme dadurch bekommen, dass jetzt hier die Satelliten, die Solarzellen noch produziert werden. Ja. Hoffe, dass das ganz gut funktioniert. Ja, gut. Aber wir sind trotzdem 130 Megawatt. Also Strom ist wirklich lächerlich. Also ist jetzt meine Meinung einfach. Ping, 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 mega gut. Ticke, 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 ticke. Und keine Eisenbahn. Das ist sehr gut. Ich habe kein... Doch, ich habe Starkisten hergestellt. Alter, ich wollte nur sagen. Blaue. Nee, Schiff 2. Zack. So. Arbeitet einer von euch in den Zügen mit 5 Greifarmen zu beladen? Einfach nur eine Frage. Würde mich einfach mal interessieren, ob das einer von euch macht. So. Okay. Dann da so. Dann würde ich sagen so. Und dann so. Und. So. So. Mehr verbraucht als wir benötigen. Au, Igrol. So. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen aber nur 4. Dieser hier würde eigentlich auch vollkommen reichen für ein Band, denke ich. Die waren so wuschig, die Bäume. So. Oh, ja, ich habe es gerade gesehen. Das war ja dumm, also alles klar. Gucken wir mal gerade, wir müssen hier lang.
Und diesen hier ziehen wir hin. Okay, also eigentlich so bin ich ziemlich zufrieden. Wir haben Akku-Emulatoren vergessen. Wir können aber, haben noch zwei. Einen da. Einen da. Strom anschließen hier. So. Dass die sich nicht miteinander verbinden, kann ich nicht so ganz verstehen. Aber ja, ist okay. Kann ich gerade ein bisschen mit leben. Dann du nimmst wirklich bis da. Also wenn ich den... Alter, der kriegt auch Strom. Also wenn ich den hier hinsetze, dann kann das funktionieren. Jawohl. Außer ein einziger hat keinen Strom. Der hier hat keinen Strom. Sonst alle. Super, oder nicht? Ah, und hier oben zwei. Aber das Band ist ja eh nicht angeschlossen. Also daher... Super. Bis jetzt bin ich damit zufrieden. Und zu wenig ja, genau. Aber dann hauen wir hier halt die billigen gerade durch. Weil irgendwann muss ich die Dinge auch mal loswerden. So. Das läuft auch. Und das ist eigentlich alles ziemlich gut. Das stört mich hier so ein bisschen, deswegen klemmen wir den da noch an, dann läuft der auch. Gut, fertig. Eigentlich ist es fertig. Gut, dann nach unten. Bum, 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 bum. Jo, das passt wie Arsch auf Eimer gerade. Steigen wir mal ein. Eieiei. Ah, oh, ich hab gerade. manchmal bin ich froh, dass es einfach keine Facecam gibt. Einfach weil der Gesichtsausdruck, den ich gerade so hatte. Nein, jetzt knallt's. Echt. Sehr schön. Auch fertig. So, und jetzt kommt die Frage oder mein Devise. Entweder ich klemme es hier unten an, ans Netz. Aber dann muss ich halt mit den Steinen bis nach oben. Oder ich baue es halt wirklich hier hin, ne? Weil wenn diese Linie hier leer geht, dann haben wir ein Riesenproblem. Für die Leute, die es nicht wissen, hier werden die Bahnschienen hergestellt, die wir gerade für die Forschung nicht benötigen, weil die Bahnschienen benötigen jetzt lilane Fläschchen. Und aus dem Grund ist es eigentlich ziemlich wichtig, dass wir Steine bekommen. Also ich bin auch gerade ein bisschen froh, dass... wie soll ich das sagen? Dass wir...
gerade keine Forschung mit lilanen Fläschchen machen, sondern alle anderen Produktionen laufen. Aber ich denke, oben ist wirklich das absolut Beste, was mir einfach einfällt. Da oben in dem Bahnhof hinzusetzen. Ich denke wirklich, also weil von hier dann dahin zu setzen, das ist ja lächerlich. Also wir hätten dann auch zwei Stränge. Ja. Es ist ja einfach lächerlich. So, also ich probiere jetzt hier den Bahnhof hinzukriegen. Ich denke, dass das ein Riesenproblem werden könnte. So könnte es. Da ist irgendwas im Weg. Wir nehmen den auch mal weg. Das hier ist halt eine Einfahrt, ne? Also das könnte noch so ein kleines Problem werden, aber ich muss gucken, wie ich das handhabe. Also wenn wir den jetzt so setzen, dann würde er dahin fahren. So. Was? Da ist ein Rohr. Hier, dieses Rohr stört. Probieren wir nochmal. Das war jetzt so Pi mal Daumen, Leute. Stört. Dieses Rohr stört. Das ist dumm gerade. Da wird dann das der Bahnsteig stehen. Also ich müsste okay, dieses Rohr versuchen höher zu bekommen. Also das muss höher. Also wäre es ja schlau, wenn ich hier, 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 hier setze, oder? Genau so. Ich weiß, dass ich Stahlkisten und so brauche und Greifarme. Stahlkisten, Greifarme. Warum keine Schienen? Ich hab Schienen, Ladies. Danke. Hier bitte auch nochmal Schienen setzen. Danke. Das ist richtig doof. Also ich müsste um... Das ist richtig doof. Der müsste dahin. Ja, wir brauchen jetzt einfach Materialien gerade. Also die holen wir uns auch gerade. Eieiei, also ich hätte nicht gedacht, dass das so eng wird da oben. Aber ist doch geklappt, ne? Besser als gedacht. Dann brauchen wir Stahl. Wir brauchen ganz viele Stahlkisten. Lassen wir erstmal laufen. Macht auf jeden Fall gerade richtig Laune. Also, dass ich so einen Bumskopf habe. Entschuldigung, wenn ich dann auch immer so bin. Aber es gehört halt einfach auch mal dazu, ne? So, und die stellen wir mal alle her. Ja, dann können wir schon mal halt auch so ein bisschen noch mehr Stahl. Wir benötigen den auch noch. Wir brauchen noch Zahnräder und rote. Ist auch nicht das große Problem. Zahnräder.
Warte mal, wir nehmen uns noch mal ein bisschen Stahl auch mit. Kann man immer gut gebrauchen. Zahnräder, Leute. Eieiei, wenn man lange nichts damit gemacht hat, hat man wirklich so ein bisschen so Blackout-mäßig. Und rote. So, danke. Dann brauchen wir nochmal einen. Wir brauchen nochmal einen davon. So. Ich glaube, das könnte erstmal ausreichen. Wir gehen mal nach oben. Wir haben ja noch Materialien über. Also wenn was fehlen sollte. Oh. Okay, ich habe es gerade gesehen. Ah, jetzt stellt er wieder grüne her. Nein, grüne herstellen bitte nicht. Grüne klauen wir uns. Einfach, weil wir es können. So, was fehlt uns noch? Haben wir auch. Was fehlt uns noch? Haben wir eigentlich alles. Gut, ab nach oben. So, dann fangt mal an. Alles zu setzen. Kisten sind da. Fehlt uns noch eine Kiste? Stellen uns immer noch drei Kisten. What the fuck? Dann stellen wir mal fünf her. So. Zugsignal steht. Achso, den hätten wir dann auch schon mal. Dann können wir den hier so platzieren. Strom holen wir uns. Ja. Ich würde sagen von hier, aber wir müssen eh da Strom hinbringen. Okay, alles fertig? Ja, ich würde sagen schon. Und dann gehen wir. Das ist nämlich jetzt ein Problem. Die Eisenbahn steht hier, Leute. Das ist wirklich ein riesengroßes Problem. Nicht, dass der hier nicht reinfährt. Eieiei. Eieiei. Weil das Problem ist, ich muss ja mit dem hier daran. Wenn ich hier rüber gehe, dann könnten wir eine Sperrung bekommen, oder? Oh, ich weiß es nicht, bitte. Ja, jetzt kriegen wir hier diese Blinkprobleme dadurch, dass natürlich jetzt ein neues Signal existiert. Was in dem Sinne dieses Signal dann ja überflüssig machen sollte. Ne? Regulär. Ja, gut. Ich brauche eine Lok, habe ich. Güterzug habe ich leider nur einen. Hallo? So. Wir brauchen noch drei Güterzüge. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.